meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Tarnungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Eleven Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hat. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann doch nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses Werk steht. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen, die verdauten für ihre Gerüste, rechnen Sie demnach die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese, danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das meinem Diener darstellen? Hier findet euer Gnade die Marcelle Servinetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lasse das rein!
zweifelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 anzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Brauchige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja, wie um aller Götter willen stellt sich denn seine Gnade das vor? Seine Gnade ist gewöhnt anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll. Und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den sublimen Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Um vergehen.
zwei der bedeutendsten Produktionen dieses Hauses haben wir auch einmal mitgeprägt. Er kehrte zurück in der Pandemie mit der legendären Produktion Pompilio als Pompizarro unter Leonard Bernstein, eine Produktion, die damals von der Pandemie in der Stadt übernommen wurde und Gott sei Dank noch heute da ist. Dieser Bühne war er der Mittelhäfen von Giovanni in der noch bestehenden Degrelli-Szenierung. In einer Zeit in den 80er Jahren, als man aus heutiger Sicht bei den Tatsurfestien keine Uraufführung in zeitgenössische Opern spielte, war Theo Adam der Wahl in der Welturaufführung der gleichnamigen Oper von Friedrich Scherrer nach Brecht. Als König Prospero, ebenfalls bei den Salzburg-Festspielen in Rheinland-Pfalz, auch eine Produktion, die die Wiener Staatsoper übernommen hat, war er der Prospero. Theo Adam hat in all diesen Jahren durch seine Disziplin, durch seine Musikalität, durch seine beispielhafte Aussprache, sowohl in deutscher als auch Sprache. Er war ein unvergessliches Charakter und selige Mal in diesem Haus. Durch seine wunderbare Stimme, durch seinen Einsatz, einer der wichtigsten Künstler dieses Hauses in den letzten 30 Jahren gewesen. Seine noch immer, trotz seiner, darf ich sagen, 71 Jahre, vor dem ich mich immer tief verneige.
unfähig ist, was kritisch ist und, das ist das Schönste für einen Sänger, das treu ist. Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Abend.